Ich würde schon mal gerne anfangen. Die Technik ist sicher auch gleich soweit. Hallo zusammen, ich bin Rechtsanwalt Ulrich Kerner, Fachanwalt für Strafrecht und Steuerrecht und in diesen Bereichen als Strafverteidiger tätig. Da habe ich sehr häufig mit Durchsuchungen zu tun, beziehungsweise meine Mandanten und dadurch auch ich. Anwalt ist Organ der Rechtspflege. Dazu gehört auch zu überprüfen, ob staatliches Handeln rechtmäßig ist oder nicht. Rechtsaußenpolitiker in Bayern würden das wahrscheinlich Anti-Verurteilungsindustrie nennen. Wir sehen uns allerdings eben auch als einen Teil, der dafür kämpft, dass wir rechtsstaatliche Verhältnisse haben. Und wir haben hier schon, mein Vorvorredner hat schon gute Gründe genannt, warum man hier mittlerweile von einem Überwachungsstaat sprechen kann. Dazu werde ich auch ein bisschen was sagen, was sich da der Gesetzgeber in der Zwischenzeit an feinen Dingen ausgesucht hat oder ausgedacht hat. So. Was will ich hier heute eigentlich gerne machen? Und ich weiß, die Zeit ist eigentlich zu knapp, eine kurze Einführung. Es geht über digitale Ermittlungsmaßnahmen oder Ermittlungsmaßnahmen, die sich eben in der digitalen, im Bereich digitaler Beweismittel abspielen. Da unterscheiden wir zwischen verdeckten Maßnahmen, von denen der Betroffene nichts mitbekommt. Wir haben offene Maßnahmen und da sind wir dann in dem Bereich, wo Jens eben berichtet hat, wie es bei ihm ablief, also Durchsuchungen mit dem Hauptziel, Speichermedien aufzufinden, Computer mitzunehmen und zu schauen, was die Leute, mit wem sie wie per E-Mail kommunizieren etc. Da würde ich den Schwerpunkt gerne heute legen und dann ist sozusagen der vierte Teil, greift da eigentlich rein. Das ist das Verhalten, wir haben schon ein bisschen was gehört, da bin ich auch mit allem d'accord, das war alles richtig. Ich würde sozusagen ein bisschen zur rechtlichen Dimension sagen, wohl wissend, dass das für Nichtjuristen immer auch schnell ein bisschen trocken sein kann. Ich versuche da nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, weil ich glaube, mir wäre wichtig oder mir ist wichtig, dass sozusagen ein bisschen es Anhaltspunkte gibt, wo man weiterschauen kann, wo man sich informieren kann, mit was man sich weiter beschäftigen kann. Wir haben im Bereich von Ermittlungsmaßnahmen letztendlich eine veränderte Situation, die zu der Zeit von vor 20 oder 30 Jahren aus meiner Sicht wirklich ganz erheblich ist, was Ermittler heute zutage fördern können. Und das liegt an der digitalen Revolution, an der Veränderung unserer Gesellschaft im Umgang mit digitalen Medien. Mal ein Beispiel aus der jüngeren deutschen Geschichte, als der ostdeutsche Staat, die DDR, im großen Stil seine Bürger überwacht hat und dabei ging es natürlich auch immer darum, personenbezogene Daten zu erfassen. Das Ministerium für Staatssicherheit hatte wohl 1989 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und da gehen die Schätzungen auseinander, 110 bis 189.000 informelle Mitarbeiter und es gab gegen Ende der DDR etwa 16,67 Millionen DDR-Bürger. Das macht pro 60 bis 80 DDR-Bürger eine Person, die irgendwie den Staatsorganen Informationen zuspielt. Damals natürlich mit großem sozusagen personellem Aufwand, denn wir sind im analogen Zeitalter und die Sachen müssen aufgeschrieben werden, müssen archiviert werden. Ein riesiger Apparat, der dahinter steckt. Heute sieht es anders aus. Heute sind Riesendatenmengen auf sehr einfache Weise zusammenzufassen und es besteht auch die Möglichkeit, die ohne großen personellen Aufwand auszuwerten. Und ich will dazu ein Beispiel geben, wer sozusagen meint, Big Data ist, wäre irgendwie eine Fiktion oder würde so ganz noch nicht stimmen. Dem möchte ich einen Vortrag ans Herz legen, den man bei YouTube findet und auch auf anderen Videokanälen. Und zwar hat Daniel Kriesel auf dem 33. Chaos Computer Kongress in Hamburg vor 2 Jahren einen Vortrag gehalten mit dem Thema Spiegel Mining Reverse Engineering von Spiegel Online. Also wer eingibt 33C3 und Spiegel, Google weiß sofort, was sie suchen und vervollständigt das. Und Daniel hat über einen bestimmten Zeitraum, hat einen Robot programmiert und hat über einen bestimmten Zeitraum erfasst, wer wann was bei Spiegel Online veröffentlicht. Also er hat von den Journalisten, die für Spiegel Online tätig sind, sozusagen ganz, ich sag mal, auf einem aus meiner Sicht geringen Niveau
persönliche Daten oder Daten erhoben, nämlich was die beruflich wann veröffentlichen. Und hat diese Daten ausgewertet und man muss sich das wirklich angucken. Es ist erstaunlich, was der für Aussagen treffen kann, von denen ich davon ausgehe, dass die wirklich sozusagen einen extrem hohen Grad an Sicherheit haben. Letztendlich kann er sagen, wer mit wem ins Bett geht oder anders gesagt, zumindest wohl unter einem Dach wohnt und zusammen in Urlaub fährt. Und das mit Daten sozusagen, wann wer bei Spiegel Online veröffentlicht. Und wenn wir uns überlegen, wie viele von uns sozusagen ihr Leben auf Facebook, Google Plus und Ähnliches teilen, wie oft wir Suchmaschinen benutzen, wie oft wir gucken auf irgendwelchen Plattformen nach irgendwas suchen, ich sag mal, bei Amazon nach Büchern suchen. Wenn man diese Daten hat, kann man sehr genaue Persönlichkeitsprofile erzeugen. Man kann sehr genau sagen, meine ich, wer was eigentlich denkt, wer mit wem kommuniziert, weshalb etc. Also wir haben einen Datenschatz, den es gibt und die Vorkommnisse um Cambridge Analytica haben das ja auch gezeigt. Also diese Idee, ich nutze Daten aus sozialen Foren, um ganz gezielt Wähler anzusprechen mit dem, wo ich sozusagen selber meine, damit kriege ich die oder überzeuge ich sie, zeigt ja, dass diese Daten da sind, dass diese Daten ausgewertet werden und dass diese Daten einen unglaublichen Datenreichtum haben und unglaublich viel über uns Bürger verraten, wenn wir uns da so beteiligen. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert. Wir haben viele Normen in der Strafprozessordnung. Die sind noch aus der vordigitalen Zeit, zum Beispiel 99 die Postbeschlagnahme. Da wird von Postsendungen und Telegrammen gesprochen. Wer hier hat schon mal ein Telegramm bekommen? Immerhin, gut, also ich bin erstaunt. Das sind jetzt Normen, die sind schon alt. Das greift in Artikel 10 ein, das Postgeheimnis, das Fernmeldegeheimnis. Und da sagt, ohne dass der Wortlaut geändert wurde, die Rechtsprechung, das gilt selbstverständlich auch für E-Mails. Das ist also sozusagen der erste Punkt, wo gesagt wird, bestehende Gesetze werden angepasst, werden sozusagen digitalisiert. Es wird von der Digitalisierung der Strafprozessordnung gesprochen und der Notwendigkeit. Und es gibt aber, und das ist sozusagen der harmloseste Fall, nur um das abzuschließen, das gilt nur, während die E-Mail noch befördert wird durch den E-Mail-Provider oder sie sich noch in meinem Briefkasten befindet, dann noch Post. Und sobald ich sie geöffnet habe, nicht mehr 99, sondern dann 94, darf sie also nach einer anderen Anspruchsgrundlage beschlagnahmt werden. Das sind so sozusagen diese, da lacht jemand, zu Recht finde ich, ja, aber das sind sozusagen Dinge, über die sehr ernsthaft diskutiert wird im juristischen Diskurs. Sozusagen, wozu halten die Einspruchsgrundlagen her, wozu sind sie nicht mehr anwendbar, sozusagen, da wird viel diskutiert. Die Rechtsprechung ist da eher bürgerfeindlich, möchte ich sagen, und strafverfolgerfreundlich. Der Gesetzgeber macht aber auch was anderes, sozusagen, oder nicht nur die Rechtsprechung wendet sozusagen alte Eingriffsgrundlagen auf neue technische veränderte Bedingungen an, sondern der Gesetzgeber hat ganz massiv Maßnahmen, sich neue Ermittlungsmaßnahmen einfallen lassen und die verabschiedet. Und was die Gesetzgebung angeht, muss ich deutlich sagen, da wird nicht mehr eigentlich ernsthaft diskutiert. Ich komme gleich ganz kurz zu 100a, 100b Strafprozessordnung, das ist die kleine und große Online-Durchsuchung. Das ist etwas, was in den Gesetzesentwurf sozusagen in letzter Minute eingeflochten wurde, aufgrund einer, es hieß, glaube ich, Formulierungshilfe des Ministeriums, und es hat keine ernsthafte Diskussion stattgefunden. Noch ein sozusagen Wort dazu, und dann muss ich ein bisschen überspringen wahrscheinlich. Der aktuelle Diskurs aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit und den die Politik pflegt, ist, dass es sozusagen im Vordergrund steht die Sicherheit. Und die Freiheit des Einzelnen fällt hinten runter. Und in diesem gesamten digitalen Ermittlungsbereich, da werden also mit großen Schritten rechtsstaatliche Grundsätze abgebaut und zumindest, wenn man das nicht ganz so kritisch sieht, zumindest aber ganz massiv Bürgerrechte eingeschränkt und abgebaut. So mit der angeblichen Notwendigkeit, wir haben große terroristische Gefahren etc. Wenn ich mir anschaue, was wir in der Bundesrepublik haben,
was bei mir unter Terrorismus fällt, dann kann man sich anschauen, den Fall Amri. Da wissen wir, das LKA war da irgendwie tief drin verstrickt. Genaues sozusagen hundertprozentig noch nicht bekannt. Und wenn ich mir anschaue, das NSU-Verfahren oder diesen ganzen Vorgang, da wissen wir auch, die Geheimdienste oder Landesverfassungsschutzämter haben da eine sehr unklare, beziehungsweise viele Leute meinen, sie haben da schon mehr gesehen oder wissen, was da los war, aber sind da nicht unbeteiligt. Auf der anderen Seite korrekte oder sozusagen klare eingrenzbare Gefahren, dagegen wird nichts gemacht in Frankreich, da gab es sowas. Und die Bürger sind sozusagen, haben sich sehr geärgert. Da wurde dieses Jahr, haben wir nicht mitbekommen, auf Landstraßen wurde Tempo 80 eingeführt. Und die Regierung hat gesagt, damit schützen wir, retten wir etwa 400 Menschenleben. Also das ist tatsächlich vermutlich messbarer Erfolg. Da fühlen sich die Bürger tendenziell sehr in ihren Rechten eingegriffen. Was, ich darf nur noch 80 fahren? Ja. Aber sozusagen, wenn der Staat einen Trojaner auf meinem Computer installieren darf, ja, das, naja, nicht so schön, aber ich bin nicht von betroffen. Ich glaube, das ist die allgemeine Sichtweise. So, Telefonüberwachung, das ist einer der neuen Dinge, die wir haben. Bisher gab es schon immer die klassische TKÜ, also Telefonate werden abgehört. Was jetzt neu ist, ist die in 100a, ist die sogenannte kleine Online-Durchsuchung, die Quellen-TKÜ. Damit soll das abgeschnorchelt werden können, was bei der Übertragung verschlüsselt geschieht. Skype zum Beispiel, da kommt man mit klassischer TKÜ nicht ran. Also haben wir jetzt eine Eingriffsgrundlage, dass der Staat oder Strafverfolgungsbehörden auf die Handys von Betroffenen Schadsoftware installieren dürfen, Trojaner installieren dürfen, um diese Daten rauszuleiten. Genauso bei 100b StPO, das ist sozusagen die eigentliche Online-Durchsuchung. Der Staat nutzt Sicherheitslücken in Betriebssystemen, kauft Software sozusagen, es soll auch eine eigene entwickelt werden, soweit ist es noch nicht, kauft Software bei dubiosen Softwarefirmen, die sonst auch Geschäfte machen mit den Diktaturen auf dieser Welt, die ihre Opposition überwachen wollen, nutzt Sicherheitslücken, statt die zu schließen und den Bürger zu schützen vor Cyberkriminalität, die ja sonst sozusagen die Bekämpfung großgeschrieben wird. Diese Lücken bleiben gezielt offen, um dann beim Bürger Daten abgreifen zu können. Und wenn man sich das anschaut, die Eingriffsschwelle, also es gibt einen Katalog, welche Taten sozusagen, bei welchen Taten das angewendet werden darf. Das ist sehr niedrigschwellig. Ich nenne zwei Beispiele. Das eine ist die Verleitung zu missbräuchlicher Asylantragstellung. Da gibt es bis zu 3 Jahren Haft oder Geldstrafe. Klingt jetzt so ein bisschen wie eine Körperverletzung. Kneipenschlägerei. Und beispielsweise auch erfasst ist 31a, 29a Betäubungsmittelgesetz, das ist der Handel mit BTM in nicht geringer Menge. So bei 50 bis 60 Gramm Cannabis ist man schon bei der nicht geringen Menge, da müssen 7,5 Gramm THC drin sein. Da gibt es dann weitere Einschränkungen sozusagen bei so kleinen BTM-Handelsgeschichten, da darf das nicht angewandt werden, aber grundsätzlich ist das eine taugliche Katalogtat. Also sehr niederschwellig. So, die nächsten drei Eingriffsmaßnahmen, die neu sind, die möchte ich mal im Schnelldurchgang durchgehen. Erhebung Verkehrsdaten von Mobilfunk. Das ist einerseits Daten, die die Mobilfunkanbieter haben, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, also sozusagen Verbindungsdauer etc. Es ist aber auch die Vorratsdatenspeicherung, die wieder eingeführt wurde. Laufen die Klagen vom Bundesverfassungsgericht, es ist abzuwarten, wie das ausgeht. Wir haben dann in 100i Ermittlung Gerätenummer, Ermittlung von Kartennummern und auch die Ermittlung des Standorts des Mobiltelefons. Letzteres geht über IMSI-Catcher und das wirkt faktisch wie ein Bewegungsmelder. Ich kann also, wenn jemand sein Telefon einstecken hat, exakte Bewegungsbilder, wenn jemand von dieser Maßnahme betroffen ist, exakte Bewegungsbilder erstellen, wann jemand wo war. Sozusagen im Strafverfahren ist damit immer noch nicht gesagt, dass auch diese Person das Telefon einstecken hatte und es nicht irgendwo im Auto lag und jemand anders rumgefahren ist. Aber man muss das wissen, wer sein Telefon mit sich die ganze Zeit durch die Gegend trägt, der kann bei solchen Maßnahmen kann jederzeit festgestellt werden, wo er wann ist. Und als letztes hier haben wir als verdeckte Maßnahme, was Mobiltelefon angeht und mobile Dienste angeht, ist die Bestandsdatenauskunft. Das sind die Daten, die für Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses
des Telekommunikationsdienstes benötigt werden. Das überdeckt sich sozusagen mit den Daten, die gebraucht werden zur Abwicklung des Vertrages. Das ist aber sozusagen eher, wer hat den Vertrag abgeschlossen und Ähnliches. Darüber können auch PIN und PUC angefordert werden, um Zugangssysteme sozusagen da Zugang zu bekommen und auch dynamische IP-Adressen. Okay, meine Uhr sagt 12. Gut, dann sind wir am Ende leider. Ich sage jetzt noch was zur Durchsuchung, denn das ist sozusagen der Punkt, wo immer heutzutage nach Daten gesucht wird. Grundsätzlich im Gesetz heißt es Gegenstände, die als Beweismittel in Betracht kommen. Und die Rechtsprechung sagt da, naja, das können auch unkörperliche, und dann wird immer in Anführungsstriche Gegenstände gesetzt, damit sind Dateien gemeint. Sehr fraglich finde ich schon allein vom Wortlaut. Die können beim Betroffenen erhoben werden, aber auch bei Dritten, bei Zeugen, bei Dienstanbietern etc. Das war was passiert ist, wohl bei den Zwiebelfreunden. Und dann können nicht nur diese Daten sozusagen bei der Durchsuchung beschlagnahmt werden, sondern sie können auch mitgenommen werden zur späteren Durchsicht. Und da haben wir sozusagen Unterschiede, wenn die Steuerfahndung kommt, die bringen ihre IT-Technik mit, die spiegeln häufig die Computer, weil sie sagen, wenn wir die aus einem Betrieb nehmen, da muss der Geschäftsführer nächste Woche zum Amtsgericht und einen Insolvenzantrag stellen, dem durchschnittlichen Betrieb, wenn man dem die IT wegnimmt, dann können die ihre Tore dicht machen. Und immer wenn es eher aus meiner Sicht so im politischen Rahmen ist, dann geht es immer darum, möglichst viele Dinge überhaupt zu bekommen, und da wird einfach alles mitgenommen. Die kommen auch nicht häufig nicht mit IT-Technik. Durchsuchungsbeschluss, wurde schon ein bisschen was gesagt, der ist ganz essentiell, den Durchsuchungsbeschluss immer zeigen lassen. Und erstmal genau lesen, der darf nicht älter als 6 Monate sein, und er muss genau den Durchsuchungszweck eingrenzen. Er muss konkrete Angaben zum Tatverdacht, zum Tatzeitpunkt, zum Durchsuchungsziel und zum Durchsuchungsort angeben. Und es gibt mittlerweile Rechtsprechung, die sagt, wenn digitale Speichermedien gefunden werden sollen, wenn das das Ziel ist, dann müssen die gattungsmäßig angegeben werden. Was sind die Rechte des Betroffenen? Wir haben das schon ein bisschen gehört, also Aushändigung, Durchsuchungsbeschluss. Man darf mit einem Rechtsanwalt telefonieren. Datenträger sollten versiegelt werden, genauso wie Schriftstücke, die mitgenommen werden, weil die Strafverfolgungsbehörde, also die Polizei, die normal vor Ort ist, darf keine Datenträger durchsuchen eigentlich. Das darf nur die Staatsanwaltschaft. Die Polizei darf es, wenn die Staatsanwaltschaft das extra anordnet. Ansonsten immer versiegeln, damit das die Staatsanwaltschaft anschaut. Und es muss ein sorgfältiges, vollständiges Protokoll dargelassen werden von den Ermittlern, wo wirklich jedes Teil aufgeführt wird, und da sollte man auch nicht großzügig sein und sagen, ja, schreiben Sie mal Konvolut von Unterlagen, sondern man sollte sagen, das schreiben Sie jetzt bitte alles ganz genau auf. Und im Nachgang die gerichtliche Überprüfung, das geht aus meiner Sicht nicht ohne einen Anwalt sozusagen, das ist keine Rechtsmaterie mehr, weil das so speziell ist, wo sich der Betroffene so ohne weiteres alleine zurechtfinden kann in der Justiz. Was sind die persönlichen Verhaltensregeln? Jens hat das schon gesagt, man muss sich mal vorher mit der Möglichkeit auseinandersetzen, und faktisch ist es so, ob als Betroffener oder als Dritter, als Zeuge, kann das sehr viel schneller kommen, als man sich denkt, insbesondere aus meiner Sicht, wenn man unter anderem in einem Bereich von kritischer Öffentlichkeit tätig ist, von Grundrechten und Ähnliches, wenn man publiziert, sei es persönlich in einem Blog oder einen Verein betreibt wie die Zwiebelfreunde. Man muss sich damit vorher auseinandersetzen, sonst ist es so, dass es die meisten Leute ziemlich unvorbereitet trifft, und das ist immer sozusagen, keine Vorbereitung zu haben, kein Wissen zu haben, ist immer ein schlechter Ratgeber für den weiteren Verlauf, für das eigene Verhalten. Dann gibt es 3 goldene Regeln, und die sind ganz einfach. Erste Regel, schweigen. Zweite Regel, schweigen. Dritte Regel, schweigen. Und man kann es nicht oft genug sagen, vor allem wenn jemand Betroffener ist und nicht Zeuge. Der Betroffene hat ein Schweigerecht, das kann ihm nicht negativ ausgelegt werden. Und die Erfahrung zeigt immer wieder, und ich glaube, das ist ein psychologisches Problem, dass Leute in einer Situation, vor allem unvorbereitet, einer Durchsuchungsmaßnahme morgens um 6,
mit der konfrontiert zu werden, dass ihm wird ein bestimmter Vorwurf gemacht und die Ermittler reden davon, dass das hohe Haftstrafen drohen und vielleicht Untersuchungshaft und, dann ist es ein menschliches Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Es ist so. Mir erzählen regelmäßig, also ich sehe immer, was Leute erzählen, und ich bin immer erstaunt, dass Leute, die es auch besser wissen sollten, auf einmal anfangen, sich irgendwie einzulassen und denken, sie könnten in dieser Situation irgendwas retten. In dieser Situation kann man nichts retten. Da hilft nur Schweigen. In der Akte steht auch nachher ein Vermerk im Durchsuchungsbericht, was der Betroffene angeblich geäußert hat, wo mir die Betroffenen immer sagen, das habe ich so aber gar nicht gesagt. Man hat es auch nicht in der Hand, was der Beamte dann notiert später, wenn er seinen Bericht schreibt, am selben Tag noch auf der Wache oder am Tag danach. Die Durchsuchung sollte man nicht verhindern, das macht keinen Sinn, wenn die Ermittler in der Wohnung stehen oder in den Geschäftsräumen oder in den Vereinsräumen, dann ist es sozusagen zu spät, noch irgendwas zu machen. Man kann sich manchmal überlegen, ob man Passwörter rausgibt oder Systeme sozusagen zum Laufen bringt, so wie wir es eben gehört haben, das Laptop, wo der Name vom Sohn steht, der hat wohl erkennbar wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber die Ermittler wollen sich natürlich überzeugen, gehört er tatsächlich dem Sohn, und dann kann schon Sinn mal machen, sowas hochzufahren oder auch mal ein Gerät zu entsperren, damit die so kursorisch durchgucken und sehen, okay, das gehört einem anderen Familienmitglied, da sind nur private Sachen drauf. Nochmal, na, da war schon die letzte Folie. Wie bin ich in der Zeit? 30 Sekunden. Okay, dann. So, war das jetzt so ein Schnelldurchlauf, der sicher nicht geeignet ist, da so wirklich Licht ins Dunkel zu bringen? Ich habe schon gesagt, ich sehe das so als, ich hoffe, dass sich Leute das als Anlass nehmen, ein bisschen genauer zu schauen. Wenn man sich interessiert für die Eingriffsgrundlagen, für die Ermittlungsmaßnahmen, die wir haben, Wikipedia hilft da schon sehr viel weiter. Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches. Da findet man auch immer ganz interessante Links. Ansonsten ist es so, dass Bürgerrechte brauchen kritische Bürger, Rechtsstaat braucht kritische Bürger, und es macht aus meiner Sicht viel Sinn, da die einschlägig bekannten Institutionen zu unterstützen, wie beispielsweise die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die regelmäßig Verfassungsbeschwerden einreicht, zum Beispiel auch gegen die Online-Durchsuchung. Und ich rate immer dazu, auch mal den eigenen Bundestagsabgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis oder aus, wer Partei zugehörig ist, aus der eigenen Partei, oder mal den Direktkandidaten mal anzusprechen, wie er denn bei diesen Dingen abgestimmt hat. Denn ich glaube, dass es notwendig ist, dass da eine Rückmeldung kommt an Bundestagsabgeordnete, an den Gesetzgeber, dass Bürger damit überhaupt nicht einverstanden sind, wenn so im Schnellverfahren irgendwelche ganz massiven Eingriffe in unsere Grundrechte im Gesetzgebungsverfahren durchgewunken werden, ohne dass es dazu eine ernsthafte gesellschaftliche Diskussion gibt. Vielen Dank und noch viel Spaß hier auf der weiteren Veranstaltung.